Hallöchen zusammen, willkommen zurück zu Let's Play Nightmare from the Deep, Davy Jones. In der letzten Folge sind wir ja aus dem Fenster geschmissen worden vom lieben... Wie sage ich eigentlich immer lieben? Vom bösen Davy Jones. Vom Mr. Jones. Jones. Während der Arbeit am Erweckungstrank habe ich versehentlich eine aggressive Art von Unkraut geschaffen, die sich auf der gesamten Insel verteilt. Ich glaube, das haben wir schon letztes Mal gelesen. Was haben wir hier? Da ist noch so ein Kristall. Und das kommt hier rein, wie es ausschaut. I've made it. I've created a potion that revives the dead. Will it work on Mr. Jones' daughter? My deal would be fulfilled. Freedom at last! The potion works differently on me because of the pact I have with Mr. Jones. Until it stands, I cannot die anyway, so the potion only restores my body. I need to examine the properties of the elixir further. I've noticed that it rapidly increases the growth of plants. Until I know all of its properties, I've put the potion in a sterile container, locked with a code. Here it is. Ich hoffe mal, die schreibt sich das auf. Ich glaube, da fehlt trotzdem noch so ein Kristall, so ein rotes Teil. Sonst können wir da nicht viel machen. Was sagt die Karte dazu? Die Karte sagt uns erstmal gar nichts. Okay. Aber wir bräuchten so einen Kristall für was. Schauen wir mal. Gehen wir mal zurück. Ah, was, der Kristall ist für das hier, genau. Und ich glaube, jetzt kann ich dahinter reißen. Und mal ganz kurz gucken, ob ich nicht irgendwas übersehen habe. Könnte ja sein, dass ich ein Puzzleteil oder sowas übersehen habe. Ja, ja. Ist schon gut, ich lasse sie schon in Ruhe, Kleiner. Ne, ich sehe nichts. Mal sehen, ob hier irgendetwas versteckt ist. Könnte ja sein. Hier ist auf jeden Fall ein Puzzleteil. Ohne Griff funktioniert das nicht. Okay. Da ist die Kurbel. Und ich schätze mal, hier bräuchten wir sowas wieder wie ein Messer oder so, damit wir das frei machen können. Na toll. Brauchen wir eine neue Feder. Sonst geht das nicht. Mhm. Die Lieferungen für das für den Palast werden mittels Kran befördert. Wenn die Tür versperrt ist, kannst du den Ersatzschlüssel benutzen. Die rote Schleife zeigt das da, wo du ihn findest. Okay. Da steckt jetzt unter dem Moos. Es sieht wie eine Schleife aus. Ja. Brauchen wir anscheinend irgendwas zum Schneiden. Hier am Fenster mal hingehen. Mom, the door's locked from the outside. You have to find a key. Wait, what? So there's a potion that could revive his daughter and end the pacts? That's great news, Mom. If the potion fails, we'll just escape this cursed island. Okay. Ursprünglich liegt eine Feder im Nest, alles klar. Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Geht das jetzt? Dankeschön. Die Muschel kann kaut etwas. Ist es ein Wasserhahn?
Ja, das können wir noch leider nicht öffnen. Dann müssen wir wieder zurück. Wieder zu einem Labor vom O'Malley. Okay, sie hat sich's nicht aufgeschrieben. Plus das und das. Also das, das, das. Dankeschön. The reviving potion. Will it wake up Davy's daughter? Schauen wir mal, ob's funktioniert. Dann flößen wir ihr mal das Gutste ein hier. Das hat also nicht hingehauen. Scheiße, warum denn nicht? She won't wake from the reviving potion alone. It's as if she resisted. I wonder why. Keine Ahnung, wahrscheinlich weil sie tot sein möchte oder bleiben. Yes, how could we forget? The terms of the pacts were to revive Davy's daughter. Tasked with this job was O'Malley, the alchemist, Davy's only hope. In his lab, he used gold, jewels, and herbs to create the reviving potion. It revived the dead. To those bound by Davy's pacts, it brought back their flesh. But to Davy's daughter, it brought nothing. Such a powerful curse had befallen her. Davy lost his faith in the alchemist and threw him into the mines. My potion works. It only lacks Davy Jones' treasure, the alchemist cried. Okay. Das hätte doch geholfen. Aber wie man so den Davy Jones kennt, ist er halt nicht geduldig. Nächste Nachricht. It's a terrible irony. I've created the reviving potion, and it's not enough to wake up Mr. Jones' daughter. I think that some special ingredient is missing. I suspect it's the famous treasure. The legend says that the clue to its location is in the vault, but I've never seen it. It has to be on the island. Mr. Jones is coming. He is furious. Oh oh. Ich ahne ein Minispiel, Freunde. Schlüssel für das wahrscheinlich. Ach, das ist wieder so ein interaktives Rätsel. Da haben wir wahrscheinlich das passende Teil noch nicht dafür. Ist wahrscheinlich jetzt das, was zu dem dazu gehört. Aber jetzt das hier, das kommt wahrscheinlich auch da rein. Na, da haben wir doch das schöne Stück. Ach, jetzt müssen wir so hinschieben, dass das alles so in den grünen Bereich ist. Ganz schön ausgekügelt. Schön. Die Erdkugel muss wahrscheinlich da oben hin. Und jetzt?
Okay. Dann kriegen wir den Kristall hier. Der Kristall gehört wahrscheinlich da rein. Und dann kriegen wir den Opferdolch. Okay, und das sagt mir jetzt... Wahrscheinlich kann ich damit jetzt die Pflanzen abschneiden. Ich glaube nicht. Wäre realistisch gewesen. Nee, andersrum. Mit dem Messer können wir da, wo die rote Schleife ist, das hier abschneiden. Ah, ich hab's gewusst. Und damit können wir hier aufsperren. Oh, it didn't work. You know what? Never mind. Let's get out of here anyway. A piece of paper won't hold me, Captain. Oh no. I think it's Davy Jones. He's coming here. We'll escape after he's gone. For now, hide behind the curtain. Corey. Hide, Mom. We'll talk later. I see you've settled in. Good. You can start preparing supper. I'll be taking it in my chambers. Oh, and by the way, if I were you, I wouldn't so much as think of trying to escape. Anywhere you could go, I will find you. So long as the pact stands, your life is mine. You'd best behave, because I can get rid of you any time I so desire. Then, it would be easy to even the score with your mother. Alles klar. Did you hear what he said? I guess my plan was stupid after all. I think canceling the pact really is our only way out of here. Can you do it? Don't worry. I'll figure it out. We're going to be all right. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Das ist natürlich dreckig. Erstmal schauen wir das Ganze hier an. Ja, jetzt hätten wir einen Lappen, aber was soll ich mit diesem Ding aus zu was was wie soll ich mit diesem Ding zu Wasser kommen? Werden wir das später rausfinden. Okay, wieder ein Wimmelbild. Entschuldigung für den Husterer. Ich mache jetzt diesmal mal Jong, damit ihr das auch, dass wir das auch in Let's Play haben. Ich versuche jedenfalls mein Bestes. Das ist gar nicht mal so schwer, aber ich mag halt Gegenstände eher, wisst ihr. Müssen das ja irgendwie freikriegen. Sorry, wenn ich mal manchmal ein bisschen still bin, aber das liegt nur daran, dass ich mich dann konzentrieren tue ein bisschen. Wo ist denn das nächste? Ah, das nächste Golden ist wahrscheinlich da unten drunter. Dachte ich es mir. Mist.
Ich hätte jetzt so gehofft auf eine Qualle oder so. Das ist schon... Ich meine, okay, es ist nicht schwer, aber ich kenne schwerere Mahjongs. Dieses Knacken von Knochen ist irgendwie ekelhaft, aber auch irgendwie cool. So, dann haben wir's. Brennendes Holz, alles klar. Ein Fisch spielen kann man auch. Ich glaube nicht, dass das so geht. Und da kommen wir leider nicht hin, ohne dass uns die Pflanzen da angreifen. Ich komme nicht heran, es ist zu tief im Glas. Ja, man sollte auch nicht zu tief ins Glas gucken. Ja, was ist denn, Hundi? Okay, die lasst uns doch nicht hin. Soll ich dich vielleicht anzünden? Nö. Wie sie das auch aufbläht immer, finde ich lustig. Da haben wir auch nichts, was da reinpasst. Kann ich vielleicht mit dem... Nee, das beeindruckt ihn nicht. Kurz gucken, ja, der Hund nervt jetzt ein bisschen mit seinem Gebelle, aber da ist eine Piratenkarte zum Beispiel. Aber kein Seepferd. Kommt das da rein? Bitte was? Verschiebe die Teile des Schlüssels. Bis die dem Schloss entspricht. Du kannst zwischen dem Schloss und dem Schlüssel wechseln. Okay. Ah, das ist ja mies. Okay, so ein Ding ist das. Oh, das ist gemein. Wie soll man denn das schaffen? Ach, das ist wieder sowas. Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ja, sag ich doch. Was haben wir hier? Einen Topf. Keine Ahnung, was wir mit dem Topf machen können. Aber ich sage mal jetzt an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Nightmare from the Deep, Davy Jones. Und ich hoffe, euch gefällt dieses jeden Tag Let's Play.
Mal sehen, wie es bei euch ankommt. Und bis denn. Tschüss.